An apple a day keeps the doctor away. Diesen Spruch kennen wir alle. Doch viele Kinder und Jugendliche greifen lieber zu Burger und Pizza statt zu Obst und Gemüse. Dabei ist Obst nicht nur gesund, sondern schmeckt auch richtig gut. Die Marke San Luca bietet Obst mit bestem Geschmack. Dank eines Angebots von rund 90 schmackhaften Obst- und Gemüsesorten ist San Luca die Marke mit dem breitesten Sortiment im Handel. Die neue Initiative Lust auf Obst soll Kinder und Erwachsene auf gesunde Ernährung aufmerksam machen, sagt Anton Schutti von der österreichischen Sporthilfe. Ja, eine Studie hat ergeben, dass es sehr wichtig ist, dass man Essgewohnheiten schon im Kindesalter antrainiert und auch anlernt. Und 6- bis 8-Jährige sind dafür sehr empfänglich, aber auch aufgeschlossen für solche Dinge. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man in diesem Alter bereits ansetzt, um hier Essgewohnheiten zu bilden. Mit Michaela Dorfmeister haben sie sich eine Spitzensportlerin ins Boot geholt. Michaela weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gesunde Ernährung ist und möchte dies den Eltern und Kindern zeigen. Man kann, glaube ich, nicht zu früh anfangen, die Kinder das vorzuleben. Also von klein auf steht das jetzt so, wie es bei mir ist, auf der Tagesordnung. Täglich gibt es ein Obst und ein Gemüse, also die Lea ist das gewohnt. Und öfters, wenn es nichts gibt, dann fragt es mich schon, was haben wir denn daheim? Der Skistar achtet auch bei Tochter Lea auf gesunde und abwechslungsreiche Kost. Für die Schule ist die Jausenbox deshalb immer mit frischem Obst gefüllt. Das macht nicht nur satt, sondern steigert auch die Konzentration. Neben abwechslungsreichen Mahlzeiten gehört ausreichend Bewegung zum Alltag. Herumtoben an der frischen Luft macht Spaß und stärkt das Immunsystem. Österreich ist so ein schönes, freies Land, da kann man sich überall bewegen und Kinder kehren raus. Man merkt es auch, wenn sie unruhig werden, Computer ist dann nicht das Richtige, die kehren eine Stunde raus in die frische Luft und dann schlafen sie auch gut. Zur Stärkung bauen sich die beiden oft aus vielen verschiedenen Obstsorten einen Turm. Denn Michaela weiß, wer bereits als Kind Obst mit Spaß und Genuss verbindet, der greift auch als Erwachsener öfter zum Apfel.